Leon, wir wollen unsere Schule präsentieren. Hallo, hier sind die Fahrradständer. Hier kann jedes Kind, das mit dem Fahrrad zur Schule kommt, sein Fahrrad abstellen. Hier sind wir jetzt im Pavillon 8. Das und das, das sind die 5er-Räume für die 5er-Klasse. Hier sind die Kunsträume und das ist ein Regionsraum und ein Erdraum. So, das ist der Chemieraum. Hier gibt es ganz viele Steckdosen, um zum Wasser oder sowas zapfen. Hier sind irgendwie noch zwei Öfen oder Lager. Ich bin mir auch nicht sicher. Also, es ist schon eigentlich ganz schön spannend. Das ist unser Kunstraum. Das hier ist der Kunstraum für Ton. Hier macht man eigentlich nur was mit Ton. Und da stehen auch ein paar Tonfiguren. Und das hier ist ein Ofen für Ton. Da tut man Ton doch rein. Ja, wir befinden uns hier gerade im Computerraum und jetzt übernimmt Greta. Ja, also hier ist der Computerraum und hier gibt es Kopfhörer zum Beispiel, um was zu hören an den Computern. Hier sind noch Computer, das ist für die Lehrer hier vorne vor. Und hier kann man noch verschiedene Programme machen, nur die können wir gerade nicht einfach anstellen. Jetzt übernimmt Fritz noch. Jetzt gerade zwei davon und mit solchen Trennwänden fährt man die dann runter. Man kann natürlich auch, ohne sich etwas zu kaufen, sich an einen der Tische setzen. Wer einen Kickerball mitbringt, kann mit seinen Freunden oder anderen Kindern an einen der beiden Kickertische kickern. Und jetzt ab ins Forum! Liebe Schüler der Klasse 4, hier ist das Forum vom Rupert-Neudeck-Gymnasium. Hier auf der Bühne werden Reden gehalten oder Theaterstücke aufgeführt. Hi Leute, ich will euch jetzt das Forum vorstellen. Hier findet sehr oft Theater AG statt. Es sind jetzt ca. 20 Leute, wir setzen uns dann alle hier hin. Jetzt gehe ich mal auf die Bühne. Hier spielen wir sehr oft Theater, das ist ja klar. Hier ist ein Klavier und ja, mehr werdet ihr erfahren, wenn ihr hier auf dieser Schule seid. Also wir sind gerade bei der Theater AG. Genau.
Ja, eigentlich findet die im Forum statt, wie eben schon gesagt, aber heute leider nicht, weil das ist schon besetzt. Ja, aber wir, also ihr denkt bestimmt, bei Theater G macht man mehr Theaterspiel, also Theateraufführungen. Aber wir sind halt erst noch neu und deshalb haben wir Kotzendes Känguru gespielt und jetzt fangen wir an. Hallo, wir befinden uns gerade in der Bibliothek des Hubert-Neuwert-Gymnasiums. Wir sind in der Klasse 5b. Ich bin Tamara, das ist Feli und das ist Jule. Hinter dem iPad, das wir von der Schule bekommen haben, befindet sich unsere Freundin Lilia. Also wir fühlen uns an dieser Schule sehr wohl, auch wenn wir neu sind, aber wir finden, dass unsere Klasse und unsere Klassenlehrer sehr gut zusammenhalten. Das sind unsere Bücherregale in verschiedenen Themen. Erdkunde, Politik, Mathe und Physik, Englisch und für Deutsch haben wir mehrere Fächer. Das ist das Verwaltungsgebäude. Da gehen wir jetzt mal rein. Hallo! Mein Name ist Jutta Glanemann und ich bin hier am Rupert-Neuleck-Gymnasium die Schulleiterin. Schade, dass ihr in diesem Jahr nicht persönlich vorbeikommen könnt, um euch unsere Schule hier anzugucken. Das war die letzten Jahre immer sehr witzig, wenn ihr da wart. Aber dann machen wir das eben per Film. Und die, die den Film drehen, das sind ja Fünftklässler, die ihr wahrscheinlich auch noch kennt aus der Schulzeit, als die noch zur Grundschule gegangen sind. Was an unserer Schule besonders toll ist, ist die Frage. Also ich finde erstens besonders toll, dass wir hier in der Schule alle so gut zusammenhalten. Also die Eltern, die Lehrer und die Schüler untereinander verstehen sich gut. Und wenn mal irgendwas ist oder wenn jemand eine Frage hat oder wenn jemand ein Problem hat, dann kann man immer jederzeit jeden ansprechen und es wird einem geholfen. Das ist schon mal echt toll. Außerdem sind wir nicht so eine große Schule, sondern ihr werdet das merken, wenn ihr hier zur Schule geht, irgendwann relativ schnell wisst ihr, wer jeder ist und ihr kennt auch schon ganz, ganz viele Schüler, die hier zur Schule gehören und wenn ihr im Dorf jemanden auf dem Fahrrad trefft, wisst ihr, aha, das ist jemand vom Rupert-Neuleck-Gymnasium. Das geht hier sehr schnell. Was ich auch noch besonders toll finde bei uns an der Schule ist, wie unsere Schule aussieht und wie die Gebäude sind. Wenn ihr zu uns kommt, bekommt ihr als Fünftklässler einen eigenen Pavillon, wo nur eure Klassenräume drin sind, also von den Fünftklässlern. Die älteren Schüler gehen in andere Pavillons und ihr habt auch euren eigenen Schulhof am Anfang und das ist schon alles ganz toll, finde ich. Außerdem haben wir super nette Lehrer, wir haben super nette Schülerinnen und Schüler und hier in der Schulverwaltung unsere Frau Hake, die hier im Sekretariat sitzt, ist auch eine ganz nette und tolle. Ja, also insgesamt ist das Rupert-Neudeck-Gymnasium eine Schule mit Herz und Verstand. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr mal zu uns kommt, zum Beispiel im Januar beim Tag der offenen Tür, wenn der hoffentlich stattfindet, und euch unsere Schule anguckt mit euren Eltern zusammen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, soll ich nicht sagen, aber tschüss! Das hier ist das Sekretariat. Und das ist Frau Hacke. Und wenn euch verletzt hat, dann könnt ihr bei ihr ein Pflaster holen oder wenn es nicht gut geht, vielleicht übel oder kalt oder sowas in etwa, dann könnt ihr hier dann auch sein und dann könnt ihr auch zu Hause anrufen und dann holen eure Eltern euch ab. Das war das Verwaltungsgebäude. Das hier ist unser Schulhof. Hallo, wir befinden uns hier gerade auf dem Schulhof für die Siebtklässler bis zur Oberstufe. Auch dieser Schulhof bietet sehr viele Sitz- und Spielmöglichkeiten. Das Besondere an diesem Schulhof ist das Rupert-Neudeck-Gymnasium. Hier sind dann auch noch ein paar Sitzmöglichkeiten. Hier sind 6 Bänke. Und dann gehen wir hier zum kleinen Fußballplatz.
hier ist ein kleines Tor und da ist noch ein kleines Tor und man darf da auch da und da kann man noch lang. Direkt nach der Schule abgeholt.